gibt Neuigkeiten über Red Star Rising. Hören Sie genau zu. Archangel ist eine wichtige Regulatorplattform in Cells neuem drahtlosen Energienetz. Aber das ist noch nicht alles. Der gewaltige Energiespeicher des Systems kann auf eine flächendeckende Energiewaffe umgeleitet werden. Das bedeutet die sichere Vernichtung feindlicher Elemente und die Entvölkerung ganzer Großstädte. Einige Protokolle sehen den Einsatz von Archangel in verschiedenen anderen Szenarien vor. Im Falle einer Bedrohung durch Seth der Stufe 3 leitet Archangel automatisch das aggressivste aller Protokolle ein. Red Star Rising. Oh Gott. Sie werden New York zerstören. Totale, orbitale Vernichtung. Totale, orbitale Vernichtung. Oha. Warum kann sich Cell nicht einfach von mir fernhalten? Wir müssen alle evakuieren. Das wäre Zeitverschwendung. Ich muss so viele Leben wie möglich retten. Nein, das nützt nichts. Es wird sein wie auf Lingshan. Archangel hat einen riesigen globalen Energiespeicher. Sie speisen diese Energie in den Alpha-Self ein und er schießt ein gewaltiges Loch in die Erde. Danach wird es keine Erde mehr geben. Was können wir dann tun? Mit einem Mindcarrier verbinden. Wenn ich in ihre Köpfe komme, kann ich sie vielleicht wieder schlafen schicken. Wenn es keine Seth-Gefahr gibt, pfeift Cell Archangel zurück. Sie wollen sich auf die Seth aufschalten? Prophet, Sie hatten schon Probleme, sich ihnen zu entziehen, als Ihr Hirn geschützt war. Wir haben alle Sicherungen abgeschaltet. Die Nativen in Ihrem Anzug sind also frei. Das heißt, sie können sich in alles verwandeln. In jede erdenkliche Form. Sie könnten selbst ein Seth werden. Ich bin bereit, dieses Risiko einzugehen. Okay. Dann gehen wir mal das Risiko ein. Was ist das hier? Eine U-Bahn? Zug? Okay. Wir aktivieren erstmal den Visor, um das ganze Gebiet hier wieder zu scannen. Munition brauchen wir jetzt nicht unbedingt. So, Munition wieder aufgeladen. Daten gesammelt. Was haben wir hier? Granaten. Noch irgendwie zu dem Teil da kommen. Na ja. Gut. Eine neue Waffe wäre eigentlich mal nicht schlecht. Reflexvisier, Gewehr, lass mal Reflexvisier rein. Ja, okay, geht schon. Ja, wir gehen erstmal. Weil die Pfeiler sind ja auch unten. Brauche ich noch was? Wenn mal wieder Gegner. Ich frage mich, um mal dahin zu kommen, das müsste eigentlich in der Nähe sein. Genau, hier haben wir es noch. Pfeile wären echt mal wieder praktisch. Hm.
Bleib stehen. Verdammt. Aber in den Fallen ist jetzt eh nicht so schlimm, die können wir eigentlich ruhig auch dort liegen lassen. Weil da drüben war eine Fallkiste. Da ist auch noch einer. Und da hinten noch der Typ. Schöner Headshot. So, da oben sind die Pfeile. Da hoch muss er kommen. Dort müssen wir nochmal den Weg jetzt zurücklaufen. Und ich komme da nochmal hin, weil die Pfeile wären jetzt echt praktisch. Ja, doch, das müsste gehen. Huch. Na komm. Ja, gut. Da sind sie. Ah, das war knapp. Eigentlich hätten wir die auch von hier oben killen können. Aber ist jetzt egal, die sind da weg. Panzerung rein und bam. Alter, das ist ein fettes Teil. Ich muss immer noch sagen, die Grafik ist echt geil in dem Spiel. Wenn man sich mal so umguckt hier. Nun ja. Prophet? Prophet? Sind Sie da? Sind Sie okay? Aber wie viele auf einmal hier sind? Die greifen Sie nicht an? Mein Gott. Alter. Was ist für eine Zef? Nein. Tun Sie nicht. Sie denken, ich bin der Alpha-Self. Ich bin der Alpha-Self. Prophet! Prophet! Das ist zu gefährlich! Sie verlieren sich an die Self! Prophet! Lauren! Nein! Nein, ich bin okay. Alles gut, alles gut. Haha, geil. Das gefällt mir, wenn die alle vor uns niederknien. Ich spüre den Schwarmverstand. Er ist so mächtig. Das ist es. Ihre Gedanken und die Energie ist ein und dasselbe. Scheiße. Was ist das? Der wahre Alpha Seth. Nein. Ich glaube, wir sollten das mal lieber aufnehmen hier. Meine Anzugenergie sinkt nicht. Das ist geil, unsere Energie sinkt nicht. Ich erleide keinen Schaden. Ha, geil. Seth-Waffen sind mächtiger. So gefällt mir das, da bekommt kein Schaden mehr. Ja, das ist ja mal geil. Energie sinkt nicht, kein Schaden. Es ist vorbei. Also die Waffe behalte ich mir jetzt erstmal. Okay, jetzt bekommen wir doch wieder Schaden. Nein, das ist nicht gut. Energie auch noch weg. Schade. Lass doch mal, wie viel überlebt er denn? Okay. Der Headshot hat dann doch gereicht. Ui, was haben wir hier? Wieder eine neue geile Waffe. Ja,
Also die unterschiedlichen Waffen und alles echt geil gemacht. Haben wir noch irgendwie was? Da hinten, was zum Hacken. Ne, okay. Und da lang müssen wir jetzt. Geil, geil, geil. Prophet, wir müssen uns treffen, schnell. Die Situation ist außer Kontrolle. Es funktionierte nicht, aber der Schwarmverstand ist pure Energie. Wenn ich sie noch etwas mehr reinlasse, kann ich diese Energie selbst nutzen. Prophet, kommen Sie zurück und hören Sie mir zu. Ich habe neue Details zu Archangel. Er ist schon im Orbit.